Hallo meine Zaubermäuschen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Unicorn. Heute wieder ein Videowunsch von euch, und zwar: Was braucht man für die erste Studioeinrichtung, wenn ein Anfänger quasi von Null anfängt? Also viel Spaß dabei! Ja, kommen wir erstmal zu den Möbeln. Was braucht ihr da so, wenn ihr es nicht unbedingt am Esstisch oder Küchentisch machen wollt? Was ich euch natürlich auch empfehlen würde. Vor allem ist es besser für den Rücken, nicht gerade an einem unbequemen Tisch Nägel zu machen oder irgendwo an einem Wohnzimmertisch oder so Nägel zu machen, würde ich euch empfehlen, definitiv extra Mobiliar dafür anzuschaffen. Vor allem, wenn ihr das ein bisschen professioneller machen wollt, ist das natürlich auch der richtige Weg. Ja, der Schreibtisch bei mir ist von IKEA. Das ist ein Nierenschreibtisch. Niere, weil die Form für mich am besten ist. Der hat hier so eine Ausbuchtung. Hier könnt ihr entweder die Kunden reinsetzen oder euch. Früher hatte der zwei Ausbuchtungen, fand ich noch geiler. Aber wie gesagt, diesmal, den haben sie auch irgendwie aus dem Programm genommen. Ich weiß nicht wieso, auf jeden Fall. Der hier ist wirklich ganz gut für sowas. Hier auf die Seiten könnt ihr zum Beispiel die beiden Lampen stellen und die Kundin kann hier die Finger reinlegen, oder ihr persönlich als Nageldesigner habt hier halt noch ein bisschen Ablagefläche, wo ihr dann eure Sachen hinstellen könnt. Ja, zum Zweiten habe ich hier noch einen kleinen Unterschrank, der ist auch von IKEA. Der ist wirklich auch ganz praktisch. Hier sind 5 Fächer drin, 2 kleine, 3 große. Da passt einiges rein, was ihr so essentiell fürs Nägelmachen braucht. Wenn ihr dann noch mehr Ablagefläche braucht, müsst ihr euch natürlich noch ein bisschen Regalzeugs und so anschaffen. Hier kann man zum Beispiel wunderbar die Ziletten raushängen lassen oder Schablonen raushängen lassen. Das ist wirklich ganz geil, da seid ihr immer schnell dran und verschwendet keine Zeit, in irgendeiner Schublade drin rumzuwühlen. Ja, dann natürlich auch noch Stühle, wenn ihr das Ganze nicht gerade im Stehen oder im Liegen machen wollt oder im Sitzen. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Stühle mit Leder- oder Kunstlederbezug, denn die könnt ihr dann wunderbar einfach mal im Sommer abwischen. Falls mal jemand in der kurzen Hose reinkommt und euch das Ding vollschwitzt, ist natürlich geiler und auch vor allem hygienischer. Dann kommen wir auf jeden Fall als Nächstes zur Technik. Ja, Technik, was braucht ihr? Ihr braucht auf jeden Fall 2 UV-Lampen. Die gibt es einmal in LED und einmal in normal Röhren. Und ich habe hier 2 von der Firma Netzdepot. Die haben 4x9 Watt Röhren. Reicht vollkommen aus für den Start. Ich würde euch auf jeden Fall 2 empfehlen, falls ihr mit Kunden arbeitet. Denn ihr könnt auf jeden Fall viel schneller arbeiten. Immer im Wechsel mit den Händen, das ist immer sehr komfortabel. Ja, was gibt es zu den Lampen noch zu erzählen? Auf jeden Fall würde ich euch euren Timer empfehlen. Einen mit 120 Sekunden und eine Dauerfunktion. 120 Sekunden, damit ihr halt auch mal ein Farbgel genau timen könnt, wie lange es aushärtet. Und eine Dauerfunktion halt für die anderen Arbeiten. Die Dauerfunktion benutze ich eigentlich fast nur, finde ich am geilsten, weil ich habe keine Lust, immer auf den Knopf drauf zu drücken. Die Lampen liegen so zwischen 19 und aufwärts 200 Euro, können die auch gerne mal kosten. Kommt immer darauf an, was das für ein System ist und wie toll die aussieht und wie viele Röhren da drin sind. Dann als Nächstes natürlich noch die Arbeitsleuchten. Ich habe hier 2, würde ich euch auch empfehlen, 2, denn wenn ihr nur eine habt, kann es sein, dass ihr einen Schattenwurf habt auf der anderen Seite des Nagels, und das kann manchmal beim French machen irritieren. Oder wenn ihr nachfeilt, kann das gerne mal irritieren. Ihr habt es halt schöner ausgeleuchtet, wenn ihr 2 habt. Zudem sind das 2 Kaltlicht-LED-Lampen. Kaltlicht deshalb, weil das farbechter ist. Das heißt, wenn ihr mal Farben auftragt, habt ihr auf jeden Fall die richtige Farbe und seht auch die richtige Farbe. Und die Kundin sieht auch richtig, wie die Farbe aussieht. Wenn ihr warmes Licht habt, kann das gerne mal ein wenig irritieren und die Farbe ein wenig abweichen von dem, wie sie wirklich aussieht. LED deshalb, weil es Stromsparender ist vor allen Dingen, und die gehen nicht so schnell kaputt.
Wenn ihr wirklich so Leuchtstoffröhren drin habt, die gehen gerne mal kaputt und dann müsst ihr neue bestellen und dann dauert das wieder. Ihr braucht eine Ersatzlampe und das könnt ihr alles vermeiden, indem ihr direkt auf LED geht. Dann würde ich euch auf jeden Fall noch eine Absaugung empfehlen. Ich habe jetzt hier keine, weil ich wirklich nur alle 3 Wochen Nägel mache. Die Sturmzeit bei mir ist definitiv vorbei. Ich mache es ja wirklich nur noch für YouTube und für euch. Ja, eine Absaugung deshalb, damit ihr den ganzen Staub, den ihr abfallt, nicht in der Lunge habt. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch eine anschaffen. Werde ich dann auch noch mal zeigen, was es dann für eine ist. Es wird auf jeden Fall keine extrem teure sein, Hauptsache eine, die so ein bisschen den Staub abfängt. Vor allem, wenn man viele Kunden macht, auf jeden Fall ein Absaugen und vor allem auch, wenn man eine Fräse hat, eine Absaugung, weil mit einer Fräse habt ihr halt noch mehr Staub um euch herum und die saugt das dann alles weg. Dann kommen wir zum letzten Teil und zwar die Fräse. Fräse, wenn ihr wirklich blutige Anfänger seid, würde ich euch erstmal keine Fräse empfehlen. Dann versucht erstmal wirklich mit der Feile zu feilen und das Ganze besser zu üben, wie man mit der Feile umgeht. Eine Fräse würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr viele Kunden habt und wirklich gut seid im Feilen. Dann könnt ihr euch gerne mal an eine Fräse rantrauen. Ich habe jetzt hier eine von ProMed. Die kostet so gebraucht 180. Ich glaube, neu ist die bei 250 ungefähr. ProMed ist wirklich eine ganz gute Marke, kann ich euch ans Herz legen. Die machen wirklich professionelles Zeugs. Wenn ihr dann trotzdem noch ein bisschen Fräsenfeeling haben wollt, dann würde ich euch nicht mehr empfehlen als so eine Billo Maniküre-Fräse. Damit könnt ihr schon mal so ein bisschen üben und die Nagelhaut wegmachen oder die unsichtbare Nagelhaut mit einem Diamantbit. Ja, mehr würde ich euch da jetzt erstmal für Anfänger nicht empfehlen. Wie gesagt, erstmal feilen üben, bevor ihr dann an die elektrischen gefährlichen Dinge rangeht. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Wichtigsten, dem Material. Fangen wir erstmal mit den Sachen an, die ihr essentiell fürs Nägelmachen braucht. Das ist einmal Primer, Haftgel und Aufbaugel. Auch ein French ist sehr wichtig, wenn ihr das machen wollt. Primer, Haftgel, Aufbaugel und Versiegelung habe ich jetzt von Nails Depot hier. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Funktioniert wirklich ganz gut. Als Aufbaugel würde ich euch da ein rosa Aufbaugel empfehlen. So, das ist das Standardding. Rosa, weil es halt einen leicht rosa Touch hat und das sieht immer ganz nett aus bei so einer French-Modellage. Versiegelung könnt ihr auch von Nails Depot sehr gut nehmen. Das ist der Base Top. Dann gibt es von Neonails natürlich auch eine Versiegelung, die ist auch sehr gut. Die ist ohne Schwitzschicht. Die von Nails Depot ist mit Schwitzschicht. Da müsst ihr halt gucken, was ihr gerne haben möchtet. Ich kann euch beides wärmstens ans Herz legen, halten beide sehr gut. Und ja, einfach mal gucken, was für euch am besten ist. Dann braucht ihr natürlich auch noch, um den Nagel zu verlängern, Tipps und Schablonen. Ja, Tipps würde ich euch verkürzte empfehlen. Und für Tipps braucht ihr dann natürlich auch noch Tippkleber und Tippzange, um den Tipp zu kürzen. Schablone, ja. Die Schablonen von Jollofien kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Die sind eigentlich ganz gut. Wenn ihr nicht gerade extrem lange Nägel machen wollt, dann sind die wirklich zu empfehlen. Und dann braucht ihr natürlich auch noch Pinsel und so ein paar Nail-Art-Tools. Ich persönlich benutze am liebsten den 6er Pinsel, Rotmalerhaar 6er Pinsel. Und der ist wirklich ganz gut, um Gel zu modellieren. Davon habe ich 3 Stück. Einmal für Farbgel, einmal für French und einmal für das normale Gel zu modellieren und Haftgel aufzutragen und all sowas. Also klares Gel. Deshalb 3 Pinsel, damit ich dann die Farben nicht in meinem Aufbaugel habe oder im French, weil manchmal ist halt noch ein bisschen Farbe im Pinsel drin. Und ja, deshalb 3 Pinsel kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Dann auch noch einen Dotting-Stick. Der ist nicht nur gut, um French zu machen, sondern damit könnt ihr auch noch Applikationen auf den Nagel bringen. Dann würde ich euch noch eine Nagelhautzange empfehlen, um die Nagelhaut zu entfernen. Ja, was braucht ihr noch? Ihr bräuchtet noch so einen Pinsel, um den Staub zu entfernen. Oder eine Bürste, eine Nagelbürste. Die Dinger kosten ja auch nicht viel, also die kriegt ihr auch schon hinterhergeschmissen. Ja, und dann vielleicht noch hier so ein Rosenholzstäbchen. Ich benutze die hier mit dieser Feile am Ende. Ist wirklich ganz geil zu benutzen, um dann auch noch in den Ecken so ein bisschen die unsichtbare Nagelhaut zu entfernen. Wirklich sehr komfortabel. Aber was wäre Nägel machen ohne Feilen? Feilen sind natürlich auch sehr wichtig. Feilen und Buffer auf jeden Fall. Ich benutze hier die Zebra-Feilen. Ich glaube, die habe ich auch von
Nails Depot. Könnt ihr aber überall anders kaufen. Das sind jetzt 180er, 120er Körnung. Wirklich sehr komfortabel für das Nachfeilen, die 180er und für den Naturnagel. Und falls es mal ein bisschen gröber sein muss, falls ihr mal irgendwo eine dicke Gelschicht habt, die ab muss, dann auf jeden Fall die 120er Seite. Buffer sind ganz normale Standardbuffer hier. Die kriegt ihr auch überall in jeder Form und Farbe. Also da könnt ihr euch an jedem Hersteller bedienen. Viele benutzen auch zwei Pfeilen. Habe ich nie gebraucht wirklich. Ich habe immer nur eine einzige benutzt für einen Kunden. Manche benutzen zwei, einmal eine dickere und einmal eine dünnere. Eine dünnere, um besser in die Ecken reinkommen zu können, müsst ihr euch selber für entscheiden, ob ihr diesen Weg gehen wollt. Wie gesagt, ich bin mit einer immer sehr gut klargekommen und habe keine zwei gebraucht. Wieder Geld gespart. Dann braucht ihr natürlich auch noch Cleaner, so ein bisschen Nagellackentferner und Siletten, um Nagellackreste oder Nagellack generell vom Nagel zu entfernen und Cleaner natürlich, um die Schwitzschicht abzumachen. Dann ist dann natürlich auch noch die Hygiene sehr wichtig. Da bräuchtet ihr auf jeden Fall Handschuhe, vielleicht sogar einen Mundschutz und natürlich auch Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel gibt es dann drei verschiedene, einmal für Haut, Metall und für Flächen, aber im Grunde reicht ein vernünftiges Desinfektionsmittel, das wir dann für alles benutzt. Es kommt natürlich auch darauf an, wollt ihr es euch selber machen, also die Nägel, oder wollt ihr Kunden die Nägel machen, euren Freunden oder Bekannten, Verwandten, wie auch immer. Dann braucht ihr natürlich auch noch so eine kleine Farbauswahl. Das ist jetzt euch überlassen, wie viel ihr da ausgeben wollt. Ich würde einfach mal so 10 Farben als Standard nehmen. Guckt mal, was für eine Saison gerade ist, ob Winter ist oder Sommer. Sommer natürlich Sommerfarben, Winter natürlich eher die Rot- und Brauntöne. Da müsst ihr euch selber mal so umgucken. Ich kann euch wärmstens die Farben von Neonail empfehlen. Die sind wirklich ganz gut, haben eine sehr gute Auswahl und schaut da einfach mal rein. Es gibt natürlich unzählige Dinge, die man sich im Bereich von Nageldesign anschaffen kann. Da müsst ihr einfach mal gucken, worauf ihr Bock habt. Dazu gehört natürlich auch noch Acryl, wenn ihr damit besser klarkommt oder das vielleicht auch noch in euer Programm mit aufnehmen wollt. Also da ist wirklich jede Menge Spielraum, um Geld auszugeben. Ja, aber wie viel kostet der ganze Bums jetzt eigentlich? Also so ein Standard-Starter-Set, da seid ihr zwischen 60 und so 150 Euro dabei, reicht vollkommen, um sich selber die Finger zu machen. Da ist dann meistens eine Lampe dabei und so ein bisschen Cleaner und kleine Farbgele und ein paar kleine Aufbaugele. Ja, wenn ihr dann richtig Gas geben wollt, dann seid ihr dann gerne mal bei 450 bis 550 Euro gut und gerne dabei. Da habt ihr aber auch den Tisch und den Unterschrank, Stühle, Lampen, alles Mögliche mit dabei. Jetzt außer die Fräse, die würde den Preisrahmen dann sprengen. Da könnt ihr nochmal 200 Euro draufrechnen. Ihr könnt natürlich auch noch mehr Geld ausgeben für das Ganze. Ihr kriegt auch noch UV-Lampen für 300 Euro. Ja, ist totaler Quatsch meines Erachtens, weil da sind vielleicht genauso viele Röhren drin, aber die sehen vielleicht ein bisschen spaciger aus. Sind vielleicht auch Timer dran, die kein Mensch braucht, von irgendwie 10 Sekunden bis hoch 120 oder noch mehr. Totaler Quatsch auf jeden Fall. Genauso wie mit Tischen. Es gibt extra Tische für Nageldesigner, die kosten dann von 400 bis hoch 3000 Euro. Braucht kein Mensch meiner Ansicht. Es reicht vollkommen so ein kleiner Tisch, da sind wir immer mit klargekommen und ihr erreicht alles, die Kunden sitzen bequem, das ist die Hauptsache. Ja, aber das Allerwichtigste hätte ich fast vergessen, und zwar, das ist dieser Captain America Schild, den braucht ihr auf jeden Fall, sonst könnt ihr keine Nägel machen. Der ist wirklich super als Dekoration und auch wenn ein Ladeneinbrecher kommt, da könnt ihr den das ganz gerne mal an den Kopf werfen. Das war es jetzt auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne Share teilen, liken, Abo dalassen, Daumen nach oben, alles was ihr wollt. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.